erst einmal vielen, vielen Dank für das ganze geile Feedback auf dem ersten Vlog. Hat mich wirklich mega gefreut. Ich habe alle Kommentare beantwortet und so jetzt wahrscheinlich auch wieder auf diesem Video. Wir haben einfach über 200 Likes hinbekommen, also insane stuff. Also vielleicht schaffen wir es auch auf diesem Video, aber mal gucken. Das zweite Video kommt ja meistens eher nicht so gut an wie das erste Video. Ihr wisst schon, wie ich meine. Viele von euch haben aber in die Kommentare geschrieben, dass sie gerne Warzone sehen wollen, beziehungsweise Gameplay-Videos. Wollt ihr denn eher Warzone sehen oder Call of Duty Multiplayer-Stuff wie früher? Das ist jetzt halt die Frage. Schreibt das mal in die Kommentare. Vielleicht nehme ich da mal die Tage auch nochmal ein Video zu auf, wenn ich ein Thema habe, über das ich sprechen will. Da habe ich ja keine Ahnung. Also schreibt es in die Kommentare. Vergesst unbedingt nicht zu bewerten. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Es ist 5.30 Uhr am Morgen. Wir sitzen am Bahnsteig. Und heute geht's los nach Hamburg zum Konzert von Lexika, Tilo. Tilo, hätte ich mal gesagt. Imagine. Doch, der ist auch da gewesen gestern. Echt? Ja. Oha, ja. Was? Und so? Ja. Gehört er auch in die Gang? Ja. Wusste ich nicht. Aber praktisch alles nicht offiziell angekündigt. Richtige Sehnsucht. Ja, hat er gestern. Hä? Als ob? Oh mein Gott. Was? Hä? Wirklich? Ja. She from Spain, ho don't speak no English, but she know about the game. Book a flight, I'm feeling like I'm ready for the fame. Was? Mit Besson Gabel? Ja, weil der ist so... Ein Thunfischburger? Also praktisch mit Thunfisch-Patty, nennt man das so. Wirklich anders wild. Schmeckt halt so geil rauchig, aber halt auch einfach smooth. Kurz Zwischenfazit. Anders wild. Anders krank der Lachs. She from Spain, ho don't speak no English, but she know about the game. Book a flight, I'm feeling like I'm ready for the fame. What do I know? Kannst rauskommen, Tula. Antonia hat sich in diesem Mannschaft versteckt. Das ist größer als das Bad. Ja, also. Alter. Diese Antonia hat an nichts gespart hier. Warte, guck mal auf diesen 72 Zoll Fernseher von Orion. Dieser Ausblick, Junge. Alter, man sieht einen Benzer und die Hut. Was will man mehr? Ich erkenne nichts auf diesem Mini-Fernseher. Ich meine, man liegt hier so. Merchandise Dune drauf. Alter. And people are willing to invest in you. You know what I mean? Like, sure, the merch. Bin ich eigentlich ein Weirdo, dass ich lieber auf dem Bauch liege, während ich Videos gucke? Gone. Come back, you gone. Gone. I won't let me trust you. I cuss you. I know what love do. Smoking, sipping liquor, relief. Open and numbs you. How they tryna be for the team. Serving a one, two. Ungefähr eine Stunde oder sowas geschlafen, war jetzt nochmal duschen. Natürlich habe ich noch einige cineastische Meisterwerke auf diesen Banger hier geguckt. Übertrieben luxuriöse Fernbedienung auch. Geht nicht an. Das Hotel ist aber sonst sehr nice und die Betten kann man auf jeden Fall gut drin schlafen, würde ich mal behaupten. 3 Stunden. Das waren höchstens 2 oder so. Übrigens, auf der Bahnfahrt vorhin, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber da waren einfach so urbayerische Muttis. Ja, die so haben, ein bisschen. Und die haben einfach die ganze Zeit laut gelacht, was natürlich überhaupt nicht Problem war. Also was natürlich, ne, macht jetzt keinem was ungefähr. Aber die haben einfach irgendwann angefangen, ich habe so Kopf herausgenommen, weil ich dachte, ich irre mich, aber die haben einfach laut Rihanna über ihr Handy abgespielt. Echt? Ja, und dann so dazu geweint. Und dann habe ich so einen Kopf herausgenommen, so drüber geguckt und sie haben das halt auch gesehen, sie haben gedacht, ich judge sie jetzt, aber ich hatte ja Kopf mit, also war es mir eigentlich egal, aber ich habe mir mein Ohr nicht getraut und dann haben sie es aber wieder ausgemacht. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Also sind auch irgendwie um Halle oder sowas irgendwie irgendwann ausgestiegen, glaube ich. Ja, war full DB Experience. Ich habe schon probiert, die Kamera irgendwie in Antonias Handtasche zu sneaken, aber...
praktisch ohne Mikrofon, aber ich glaube, ich muss erstmal ein legiter Vlogger werden, damit ich auch mit Kamera auf so Events kann. Das nächste Mal. Also, ihr müsst wissen, Antonia kennt keinen einzigen Song. Youngmon und vor allem Lexika höre ich viel, Lion Dash weniger, aber es ist halt trotzdem cool, dass die so als Kollektiv so gesehen auftreten. Und Antonia wird keinen einzigen Song kennen, aber ich werde es, glaube ich, sehr enjoyen. Ich kenne das von Tilo und der eigentlich gar nicht. Alright, dann switchen wir jetzt mal aufs Handy. Der Handy-Vlogger fühlt sich irgendwie falsch an, so. Die Kamera zu halten ist auf einmal so klein, aber man sieht mich auch kaum. Und bei jeder Person, die uns jetzt gerade entgegenkommt, die weird aussieht, denkt sich Antonia die ganze Zeit, die gehen bestimmt auch aufs Konzert. Du fühlst dich auch so ein bisschen wie deine Mutter, als du mit so 15 auf dem Prinz-Pi-Konzert wolltest und sie nur mitgekommen ist. Um halt auch dabei zu sein. Ich weiß, es war falsch von mir, doch what the fuck, mach ich's da nochmal? Ich hab Ayas Leid gespürt, doch what the fuck, hält es mich nicht an? Warum, warum hab ich keine Wahl? Warum, warum? War geil, hat Bock gemacht. Fünf Songs kannte ich. Davon hat er zweimal gespielt, das war gut. Wisst ihr auch, was mein meistgespielter Song war? 2021? Replay. Ja, gerade bei welchen Songs sie leider nicht gespielt haben. Aber ist nicht schlimm. Lexika fand ich richtig, richtig krass. Einfach, weil ich den ja schon seit... Aha. Tuna klaut dir eine kurze Flasche Pfand. Einfach, weil ich den ja schon so lange höre. Bei so großen Konzerten, da sind halt auch viele Leute einfach da, um die Leute zu sehen. Aber so bei kleinen Konzerten von so kleinen Künstlern, boah, ist immer geil. Die Kettle Chips Sweet Chili Sour Cream. Nebenher ein bisschen ZDF Infoballer, um die Emotionen nicht allzu hoch zu kochen. Sieht decent aus. Sehr kartoffelig. Gut, hätten wir es auch geklärt. Das war's so ungefähr mit dem Vlog vom Konzert. Ist eigentlich noch ganz interessant, wie ich eigentlich erst dazu gekommen bin, dass ich überhaupt auf diesem Konzert war. Denn das ist auch ein bisschen crazy. Also ihr müsst ja wissen, Lexika ist ja aus meiner Heimatstadt Neumünster. Einer meiner ältesten Kindheitsfreunde, Tristan übrigens, viele Grüße, dessen Bruder ist ein guter Freund von Lexika. Und ihr wisst ja, 2016, 2017 habe ich relativ aktiv YouTube-Videos gemacht, vor allem Call of Duty. Zu der Zeit hat Lexika und ich glaube auch Raoul, also auch nochmal viele Grüße an die beiden, haben die auf jeden Fall noch Minecraft-Videos gemacht. Und da haben wir uns damals, ich war vielleicht 17, 18 ungefähr, bei dem Edeka getroffen, der praktisch zwischen beiden Schulen, auf die die gegangen sind, und meine Schule, auf die ich gegangen bin, dazwischen lag. Und das war das letzte Treffen, was wir miteinander hatten. Die beiden waren vielleicht 12 und da hatten wir noch über Call of Duty und Minecraft-Videos gesprochen und mittlerweile ist er Rapper und freut mich aber auf jeden Fall. Ist echt krass, wie viele Leute, die ich schon so lange kenne, mittlerweile so viele verschiedene, unterschiedliche Sachen machen. Und ich glaube, da lohnt sich das auch einfach, die Leute zu supporten und hier hinzukommen und auch Tour-Merch zu holen. Ja, ich finde das wirklich eine richtig, richtig krasse Journey. Aber ich glaube, das wird noch sehr viel mehr eskalieren, denn die Szene hat auf jeden Fall sehr viel mehr Potenzial noch. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Das war jetzt mal ein bisschen mit Handykamera gebloggt. Aber ich hoffe, die Footage ging eigentlich trotzdem klar. Ich habe sie mir gestern Abend noch ein bisschen angeguckt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und kommt zu Lexika, Youngmon, Lion Dash Konzerten. Lasst natürlich eine Bewertung da, wenn euch die Vlogs weiterhin gefallen. Schreibt in die Kommentare, was ich auch mal vielleicht machen könnte für Vlogs. Ich habe also viele Ideen, was ich machen kann. Aber wenn ihr irgendwelche Aktionen oder sowas feiern würdet, dann schreibt das mal in die Kommentare. Also schreibt es wirklich in die Kommentare, was ihr euch so wünscht. Und was ihr gut findet, schreibt es wirklich mal in die Kommentare. Sehr kartoffelig.